Hallo. Heute werden wir darüber sprechen, was Hydrocephalus ist und warum er auftritt. Lassen Sie uns zunächst die Struktur unseres Gehirns erklären. Um die Erkrankung Hydrocephalus wirklich zu verstehen, muss diese Struktur zunächst bekannt sein. Unser Gehirn schwimmt in einer Flüssigkeit im Schädelinneren, die sogenannte Liquor cerebrospinalis. Die Cerebrospinalflüssigkeit versorgt unser Gehirn mit verschiedenen benötigten Elektrolyten und Nährstoffen, sie hat auch eine schützende Wirkung und ist eine Flüssigkeit mit vielen Funktionen. Diese Flüssigkeit befindet sich wie ihre Umgebung, das Gehirn, dicht in der Mitte des Gehirns in den Räumen, die wir Ventrikel nennen. Tatsächlich wird die größte Menge dieser Gehirnrückenmarksflüssigkeit in diesen Hohlräumen in der Mitte des Gehirns, die wir Ventrikel nennen, produziert und gebildet. Nachdem es hier produziert wurde, wird es wiederum mit Hilfe von Kanälen im Gehirn im gesamten Gehirn verteilt und schließlich von den Venen wieder aufgenommen. Wenn wir diese Struktur kennen, können wir leichter verstehen, warum Hydrocephalus auftritt und warum diese Krankheit auftritt. Wir sagten, dass die Liquor cerebrospinalis in den Hohlräumen produziert wird, die wir Ventrikel nennen. Es gibt verschiedene Arten von Hydrocephalus. Wenn in diesen Kanälen nach der Produktion eine Verstopfung auftritt, wenn in diesen Kanälen eine Verstopfung vorliegt, sammelt sich diese Flüssigkeit aufgrund dieser Verstopfung im vorherigen Teil an. Und dann kommt es zu einem Anstieg des Volumens und des Drucks, und die Räume, die wir Ventrikel nennen, beginnen zu wachsen. Wir nennen das Ventrikulomegalie. Und da sich das Gehirn in einem geschlossenen Kasten, dem Schädel, befindet, beginnt ein erhöhtes Volumen und ein erhöhter Druck im Inneren, das Gehirn negativ zu beeinflussen. Nun, was könnte sonst noch die Ursache für Hydrocephalus sein? Was hatten wir gesagt? Die Gehirnrückenmarksflüssigkeit wird in diesen Hohlräumen gebildet, mit Hilfe von Kanälen verteilt und von den Venen wieder aufgenommen. Wenn ein Problem bei der Rückresorption dieser Flüssigkeit in den Venen auftritt, heißt dies, wenn die Liquor cerebrospinalis produziert wird, aber nicht resorbiert werden kann, kommt es erneut zu einer Erhöhung ihres Volumens und Drucks, was wir als kommunikativen Hydrocephalus bezeichnen. Es gibt verschiedene Gründe für solche Verstopfungen, das heißt Verstopfungen in den Kanälen, aber der häufigste Grund ist die Verengung dieses Kanals als angeborene Anomalie, die wir hauptsächlich bei Kindern sehen, und aufgrund der Verengung des Kanals diese drei Hohlräume dehnen sich aus und es entsteht die Situation, die wir akuten Hydrocephalus nennen. Dies ist das Bild, das wir bei Neugeborenen sehen. Die Ventrikelhöhlen dehnen sich aus und die Schädel und Köpfe der Babys beginnen zu wachsen und sich auszudehnen. Über die Details sprechen wir später. So entsteht etwa ein Hydrocephalus. Sie können uns Ihre Untersuchungs- und Beratungsanfragen auf unserer Website oder über unsere Kommunikationskanäle im Beschreibungsteil des Videos zukommen lassen, damit wir uns in kurzer Zeit bei Ihnen melden können. Sie können sich auch unsere anderen informativen Videos zum Thema Hydrocephalus ansehen und uns im Kommentarbereich Ihre Fragen und Meinungen mitteilen. Wenn Sie in den Kommentaren schreiben, über welche weiteren Themen Sie im Bereich Neurochirurgie informiert werden möchten, erstellen wir gerne auch zu diesen Themen neue Videos für Sie. Ich wünsche euch allen gesunde und schöne Tage.